Shalom Aleichem. Wir lernen Tanja, Shabbat, 9. Adar 2, Tovshim Pebeis, Schaltjahr. Das ist in die Mitte von Kapitel 36. Und darum Hashem hat gegeben am Israel die Torah. Die Torah heißt Oz Vekoach, Stärke und Kraft. Warum? Weil sie gibt dem Kraft zu bekommen, die Oren Sof, die Endlosigkeit, ohne Kleider, ohne Einschränkungen, ohne Zimzumim, ohne Kompromissungen. Und so, wie es steht geschrieben, dass Hashem gibt Kraft die Tzadikim, um zu bekommen ihre Honorar und ihre Lohn in kommende Welt. Was ist diese Kraft? Dass in kommende Welt, wenn Moschiach wird kommen, Hashems Licht, Hashem Offenbarungs wird sein ohne Kleider, ohne Grenze. So wie es steht geschrieben, veloi knaf ot morecha, es wird nicht sein eine Seite, wo Hashem ist verborgen mit Kleidern, so wie heute. Und dort steht geschrieben, und deine Augen werden sehen deine Lehrer. Wer ist deine Lehrer? Hashem. So wie es steht geschrieben, ki ein be ein iru, beshuv Hashem zion, Auge ins Auge wird man sehen eine dem anderen. Die untere Auge wird sehen die obere Auge, das wird man sehen die Licht von Hashem, so wie es steht geschrieben, nicht mehr sein die Sonne zu dem Tag, Hashem wird sein dem Tag. In kommende Welt, Hashem wird leuchten die Welt ohne Kleider. Jetzt sagt der alte Rebbe, dass die Tachlis von alle Welten ist diese Welt, weil in dieser Welt wird gebrochen die negative Seiten und die Bitterkeit und die Götzendienerei und die ganze schlechte Sachen. Nur hier in dieser Welt kann man das umwandeln. Sagt der alte Rebbe, dass die Zeit von Moschiach und die Zeit von der Aufstehenden der Teute, das ist die ganze Tachles und Vollkommenheit von dieser Welt. In Yemot HaMashiach, die Tzadikim werden kriegen in die Neshama ihre Belohnung. Aber in Trias HaMesim, wenn die Teute werden aufstehen, da ist die Vollkommenheit von dieser Welt, werden sie auch alles bekommen, Honorar mit dem Körper. Weil die ganze Arbeit in dieser Welt ist in die 7. Jahrtausend. Was heißt das? Die Welt wurde geschafft insgesamt für 6.000 Jahre plus 1.000. Und wir sind jetzt 5.782. Bald kommt Moschiach und die Teute werden aufstehen. Wir sehen überall, wie die Turbulenzen in die Welt bringen, schon zu diesen Richtung. Und auch alle Prophezeiungen, auch von Talmud, die sagen, dass die Menschen werden sein frisch und Kinder werden, Schwiegertochter wird frisch sein zu der Schwiegermutter. Also man sieht sehr viele Sachen, das Wein wird sein sehr teuer, und alles wird sein teuer. Man sieht, du triffst jetzt Menschen, über was reden sie? Teuer, teuer. Das ist die Signale von Moschiach. Aber wenn Moschiach wird kommen, die Hauptsache ist, soll sein die richtige Erscheinung von Hashem in dieser Welt, so wie es steht geschrieben in Lekute Teure von dem Arizal. Schkoyach.